Krass, dass du die Tür... Vielleicht kommst du durch das offene Fenster im ersten Stock. Oh, Kletter. Ja, das sollte funktionieren. Warte hier. Okay, nun, ich kann dir sagen, was ich weiß. Aber wenn man alles zusammenfügt, ist das Ergebnis allerdings ziemlich verrückt. Alle glauben, dass Monarch von diesem Schmierlappen Patsch geleitet wird. Aber hier ist ein Typ, der das... Hauptsache, sie redet einfach weiter. Ein bisschen hören kann ich sie noch. Oh, fuck. Ich habe gehört, dass Monarch der Universität das Projekt stehlen wollte. Aber warum sollte man versuchen, etwas zu stehlen, wenn er selbst gehört? Und ich habe diese... Komm ich da jetzt nochmal rüber? Ich würde ihn auch etwa richtig schätzen. Wenn er Monarch im Jahr 1999 gegründet hat, war er... 14? Wenn er nicht der Doogie Howser der amerikanischen... Ist das noch einer dieser Dinger zum Zurückspulen der Zeit? Verrückt. Also hat Paul Monarch gegründet. Ja, ganz richtig. Kann ich das Ding von hier oben... Ja, kann ich. Ich muss zu dem offenen Fenster gelangen. So langsam verstehe ich's. In Ordnung. Das wäre erledigt. Ja, das Fenster ist ziemlich weit oben, aber ich denke, dass man nur darüber hineinkommt. War auch gar nicht unhöflich, dass ich, während sie geredet hat, einfach mal 200 Meter weggelaufen bin. Jo, Intromeka, ich hab's hinbekommen. Was ist mit dem Fenster? Glaubst du, du kommst da durch? Ja, ich bin doch hier oben. Mensch, mein Gott. Geschafft. Jetzt zur Tür. Ich muss mich erstmal ein bisschen orientieren, weil wenn man ständig andere Spiele spielt, dann hat man immer das Problem, dass man sich immer die Steuerung nochmal neu angucken muss. Beziehungsweise erstmal reinkommen muss. Alter, wie verwirrt ist die denn? Hallo? Sieht richtig fertig aus auf dem Foto. Ich bin auch noch hier. Ja, ich hole dich doch gleich ab. Jill, warst du bei der Prowler-Einheit in der Uni dabei? Ich höre alle möglichen Gerüchte, dass Jack Joyce eigenhändig 7 Squads ausgeschaltet hat. Es heißt, er wäre Kronon-aktiv, ohne dass er irgendwelche Technologie verwenden würde. Wir hören Geschichten darüber, wie er Operatoren eingefroren hat und sich in Luft aufgelöst hat. Ich habe gehört, dass er an 2 verdammten Orten gleichzeitig gewesen sein soll. Ich habe die Scheiße nicht geglaubt, aber wir haben gerade erfahren, dass sein Transporter verschwunden ist, nachdem er auf dem Ground Zero-Gelände angekommen ist. Wie zum Teufel konnte das passieren? Haben wir Grund, uns Sorgen zu machen? Uns wird ja hier nichts gesagt, bis die Scheiße schon vorbei ist. Ashton, jetzt pocht die ganze Zeit an die Tür. Das macht mich nervig. Es macht mich nervig, macht mich irre. Von dem, was ich höre, sind das alles Gerüchte und Mutmaßungen. Ich war bei der Universitätsoperation nicht dabei, aber es ist unmöglich, dass Joyce alle diese Wachen ausgeschaltet hat. Er ist einfach irgendein Kerl, kein ausgebildeter Auftragskiller. Die Geschichten, die die Runde machen, hören sich an, als ob er Laserstrahlen aus seinem gottverdammten Arschloch schießen könnte. Ja. Aus dem Arschloch. Warum nicht aus den Augen, wie bei jedem anderen auch? Nein, das muss das Arschloch sein. Jedenfalls haben sie jetzt Lime Burke auf ihn angesetzt, also denke ich, man kann sagen, dass Joyce im Arsch ist. Aber unter uns, ich habe gehört, dass Paul Serene nach einem potenziellen Verräter innerhalb Monarchs sucht. Jemand hat auf alle möglichen vertraulichen Daten zugegriffen. Da war doch diese Forschung, die Dr. Amaral durchgeführt hat, um eine dauerhafte Heilung für Serenes Krankheit zu finden. Gerüchten zufolge hat jemand die Tests sabotiert. Sie musste noch einmal ganz von vorne anfangen. Einige Wochen später läuft dann die Operation an der Uni schief. Ich würde wetten, dass uns die gleiche Person dort sabotiert hat. Es heißt also, Augen offen halten. Ja, jetzt hör doch mal auf zu klopfen. Ich mach dir auch schon auf. Mein Gott. Endlich. Oh. Gute Arbeit. Ich muss das in Ordnung bringen. Ich werde mit Hilfe des Terminals hier oben herausfinden, was Monarch hier wirklich plant. Sorry, ich hab dir doch gesagt, du sollst den Kanal frei halten. Ist okay, Clarice. Hör mal, ich soll für Hedge nach Joyce suchen. Ich habe Aufnahmen von Burke, wie er in A1 eine Wache kalt macht. Jemand hat einen Monarch-Truck offen gelassen. Jetzt überprüfe ich die Kameras in A3. Entweder schlafen die Wachen oder... Eben nicht. Wenn du verstehst. Scheiße. Es tut mir so leid, Jack. Die haben mich dazu gezwungen. Ich weiß. Du hattest keine andere Wahl. Mit Hilfe der Karte dort drüben findest kann du nicht beiden gleichzeitig zuhören. Offensichtlich so gefährliche Personen auszusagen. Versuch die Karte. Untersuch die Karte. Jack. Ground Zero. In derselben Gegend hatte mein Bruder seine Werkstatt. Wahrscheinlich muss ich da durch, um zu Paul zu gelangen. Paul? Paul Serene?
Deshalb willst du also zu den Trockendocks? Ich habe noch eine Rechnung mit ihm offen. Du bleibst am besten hier, bis das erledigt ist. Ja, ich denke, du hast recht. Ich werde die Tür für dich öffnen. Wow, das okay, such nach einem Funkgerät, um in Kontakt zu bleiben. Ich bin auf Kanal 3. Und pass auf. Ja, du auch. Ich brauche nicht aufpassen, ich kann einfach die Zeit zurückdrehen. Tada. Obwohl, einmal bin ich schon gestorben. Noch immer keine Nachricht, wo sich Joyce befindet. Ja, hab gehört, sein Bruder hat geschrien wie ein kleines Mädchen, als er starb. Wenn er hier auftaucht, kriegt er von mir dieselbe Behandlung. Verdammt! Halte Maus 3 gedrückt, um die Zeitexplosion aufzuladen. Wir werden angegriffen! Habe ich genug geschrien für dich? Meine Kräfte waren unvorhersehbar. Sie nahmen sprunghaft zu. Ist aber mal genug hier. Magazinwechsel! Ich brauche Deckung! Unterstützung! Tötet die Zeitexplosion die eigentlich? Ja, scheinbar schon. Jack, ich habe ein Funkgerät gefunden. Alles in Ordnung? Ich bin noch am Leben. Der Funkverkehr von Monarch spielt verrückt. Sie haben ein Geräusch gehört und wissen, dass du kommst. Sei vorsichtig. Gut, sieht aus, als würde ich wieder das Sturmgewehr nehmen, weil ich für die andere keine Munition bekomme. Das ist echt ärgerlich. Obwohl, hier ist ein Sturmgewehr. Weil mit dem Ding schieße ich lieber als mit dem anderen, weil das hat nicht so eine krasse Streuung und außerdem heizt es das Magazin nicht so instant leer wie bei der MP. Ach toll. Schrotflintenschütze rückt auf den Fang! Er heißt Schrotflintenschütze? What the F? Willst du Ärger? Und der nimmt immer die Pistole, ne? Hab ich auch nicht gedacht. Oh. Wow. Wie krass er ist. Er stirbt doch nicht. Okay, ich hab ihn. Danke für die Warnung. Mein Gott, ich habe fast sämtliche Munition für den Typen aufgebraucht. Weiter. Ey, komm doch raus hier. Weiterentwickeltes Sturmgewehr. Ist leer. Alter, wie präzise kann man denn bitte Granaten werfen? Oh, das ist super. Das streut nicht so krass. Alter, das schießt der Punkt genau. Punkt genau auf. Da kann ja aber ein paar Headshots verteilen, wa? Boah. Was ist eigentlich mit dem weiterentwickelten Sturmgewehr? Das muss ja dann noch besser sein. Daniel, das ist leider so spannend, dass ich müde geworden bin. Ja, klar, ich komme hoch zu dir gefahren und dann gibt's erstmal Croissants. Tut mir leid, Josi, ist wahrscheinlich nicht so deine Sparte. Dann wünsche ich dir eine schöne gute Nacht. Und schlaf gut.
Schön alle Explosionsobjekte ausgelassen. Oh, das war... Ah. Wo kam die denn hier? Hallo? Ich halte auch immer mehrere Headshots aus. Kein Ding. Oh Gott. Das Sturmgewehr ist besser, ja. Ich habe doch das Sturmgewehr eingesteckt, Intro Maker. Die MP habe ich weggeschmissen. Ist natürlich auch logisch, weil die... ist doch klar, dass die MP schlechter ist als das Sturmgewehr. Also wenn man ein paar Shooter gespielt hat, weiß man das. Der ballert doch schon wieder was ordentlich ab. Das macht die Sache nicht unbedingt einfacher. Oh, da war auch offen. Hopp, tot. Ach du Kacke. Ich muss ein bisschen auf Distanz bleiben. Was war denn eine Dicke? Ach, das funktioniert bei dem nicht, gut zu wissen. Ich bringe ihn zur Strecke! Wo ist die MP, die ich hier weggeschmissen habe? Die ist weg. Verdammt. Das kommt davon, wenn man in ein anderes Spiel geistig noch involviert ist. So, was ist denn jetzt die verbesserte MP? Die muss doch hier irgendwo rumliegen. Die habe ich doch hier weggeworfen. Ja, eine Pistole will ich, glaube ich, nehmen. Schiebe ich die gleich hier durch die Gegend. Da ist er doch. Ach was? Die normale Pistole macht generell mehr Schaden als die Großkaliberpistole. Okay, danke für den Hinweis. Das muss man erstmal wissen. Bei Großkaliber denkt man, Großkaliber sollte doch eigentlich auch mehr Schaden machen. Ja. Granaten rüber werfen kann er, ne? Aber einen Kopfschuss kriegen, das geht nicht. Alles in Ordnung bei dir? Ja. Irgendeine Idee, wo ich jetzt hin muss? Vor eurem Treffen sprach das Torhaus-Team darüber, Sicherheitssysteme zu aktivieren, um eine Tür auf der ersten Etage zu verriegeln. Das ist ein Anfang. Danke. Die weiterentwickelte MP verwendet nicht die gleiche Munition wie die normale MP? Is that real? Denkt sich denn sowas aus? Sieht nach einem Weg nach draußen aus. Aber wie kriege ich es auf? Tja, notfalls mal drauf schießen, würde ich sagen. Um eine Tür zu öffnen. Hast du eigentlich auch einen YouTube-Kanal, Intro Maker? So, wo war denn das hier? Hey, Jack. Der Pfeil. Die heisere Dame im Monarchfunk scheint das Team am Torhaus nicht erreichen zu können. Werd mal nicht übermütig. Erinnerst du dich an die Hightech-Soldaten, die ich... Ja. Anscheinend haben sie vor, dir auch Hallo zu sagen. Also sei vorsichtig. Alles klar? Sie bewachen irgendeine Kronon-Gewinnungsanlage.
Keine Ahnung, was das sein soll, aber ich häng mich dahinter. Ach, melde da mich wieder. Das. Mein Gott, ich bin blöd. Ich dachte, ich muss da irgendwas sprengen. Du. Gott sei Dank habe ich diesen Röntgenblick. Ah. Eigentlich würde ich jetzt hier rüberspringen. Aber geht scheinbar nicht. Oh. Warte. Alter, was war denn das? Ach, er macht einfach die Tür. Okay. Ist in Ordnung. Joyce hat gerade den Torhaus-Trupp erledigt und ihr wisst immer noch nicht, wo er ist. Wofür werdet ihr bezahlt, hä? Charlie, sag mir einfach, wo er ist. Wie heißt das Zauberwort? Charlie? Lagerhalle B4. Ihr macht besser schnell. Storehouse One. Ihr habt's gehört. Zugriff. Unterwegs. So, hier haben wir noch eine E-Mail. Bess, aber alles... Das alles kommt mir langsam sehr suspekt vor und ich habe eine Ahnung, dass es dir genauso geht. Meine Position gestattet es mir zu kommen und zu gehen, wann ich will, allerdings auf Kosten einer sehr niedrigen Sicherheitsstufe. Die meisten Teammitglieder wissen mehr über das Projekt als ich, aber sie halten sich mit Informationen zurück. Die morgige Operation ist mehr als eine simple Beschaffungsmission. Ich habe Daten und Uhrzeiten gesehen, die mit detaillierten Ereignissen verknüpft sind, von denen erwartet wird, dass sie eintreten. Ich habe Schaubilder mit der Beschriftung Riss 4.15 gesehen. Für einen Plan sind das viel zu genaue Details, so als wüssten sie ganz genau, was geschehen wird. Wie kann das sein? Etwas Großes steht bevor, ich kann es spüren. Unsere Aufgabe ist es angeblich, die Welt vor Gefahren zu schützen, die vor uns liegen. Wenn das der Fall ist, warum überkommt mich dann das Gefühl, dass etwas auf uns zukommt und dass wir nichts tun, um es aufzuhalten? Und wenn alle anderen darüber informiert sind, warum zum Teufel unternimmt niemand was dagegen? Ich kann nicht einfach da sitzen und zuschauen, wenn auch nur die geringste Wahrscheinlichkeit besteht, dass dieses Emily in Gefahr bringen könnte. Ich muss mehr herausfinden. Serene antwortet nicht auf meine Nachrichten. Hedge ist ein Buch mit 7 Siegeln. Ich hoffe, du bist das nicht. Liam. Achso, der uns jagt. Mr. Hedge, ich habe die E-Mail-Server des Unternehmens überwacht und etwas sehr Interessantes gefunden. Ich glaube, es dürfte Sie interessieren, dass Ihr Goldjunge in letzter Zeit etwas neugierig gewesen ist. Hier ist eine Mail. Achso. Ah, das ist klar, die Weiterleitung. Das Sicherheitssystem ist aus. Die Leute, wo er kann. Oh-oh. Jack, sie kommen direkt auf dich zu. Das ist ein Glück. Aber hier können sie ja nicht durch. Also ich kann sie hören, aber nicht sehen. Geht jetzt weiter in der Story oder bin ich gerade gestorben? Ich glaube, es sollte jetzt weitergehen. Ich bin gestorben. Warum bin ich gestorben? Was ist passiert? Hä? Oh. Hä? Was? Joyce hat gerade den Turm erledigt. Das Sicherheitssystem ist aus. Oh-oh. Jack, sie kommen direkt auf dich zu. Dann springe ich jetzt einfach hier rüber. Er hat schon wieder die Scheißknifte rausgenommen. Ich sitze genau in den explodierenden Fass, das ist vielleicht nicht so günstig. Ja, schon wieder. Ich fall runter. Alles klar. Kann man auch mal machen.
Haha. Das lange Wert wird endlich gut. Wird endlich gut. Außer, dass ich wieder keine Munition habe. Okay, das war der letzte. Weiterentwickelte MP. Weiterentwickelte MP. Ach, ich hatte. Unten steht immer, gegen was ich das tausche, verdammt. Sorry, Intromaker, vielleicht meintest du das vorhin. Das habe ich nicht gerafft, dass man die obere Waffe. Ah, kann ich jetzt mehrere Waffen mitnehmen? Ja, super, hätte ich das mal vorher gewusst. Hat der Typ da eine normale Schrotflinte? Ja, ich habe das nicht gerafft. Ich dachte, ich nehme immer die Waffe auf, die oben steht. Nein, das ist eine normale Schrotflinte. Okay.